Hi Leute, willkommen zu einem neuen Technik-Deals-Video. Diesmal habe ich LED-Lautsprecher bzw. LED-Glühbirnen mit Bluetooth-Lautsprecher herausgesucht. Ich habe ja in dieser Woche schon eine LED-Birne von Aoki vorgestellt. Die findet ihr hier auf meinem Kanal. Unter Uploads ist es hier oder unter Haushaltselektro und dort findet ihr das Unboxing-Video mit einem kurzen Test. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Also bei dieser LED-Glühbirne bzw. LED-Birne handelt es sich um eine Kombination aus LED-Birne und Bluetooth-Lautsprecher. Und dazu gibt es auch eine Fernbedienung. Und ihr könnt damit euer Smartphone zum Beispiel mit der LED-Birne koppeln und dann könnt ihr die Musik vom Smartphone über die LED-Birne abspielen. Das hat den Vorteil, ihr braucht jetzt nicht mehr in jedem Zimmer einen Bluetooth-Lautsprecher, sondern wechselt einfach die herkömmliche Glühbirne oder die herkömmliche Birne, LED-Birne, wenn ihr eine habt, aus auf so eine von Aoki oder von einem anderen Hersteller und dann habt ihr ganz normal das herkömmliche Licht, dazu verschiedene farbige Lichter und könnt gleichzeitig auch überall eure Musik abspielen. Und ja, man kann natürlich die LED-Birne den Schalter aufgedreht lassen, denn es ist eine Fernbedienung dazu und dort könnt ihr das Licht getrennt abstellen und ja, einfach tagsüber ohne die Nutzung des LED-Lichts einfach nur Musik hören und am Abend Licht aufdrehen und Musik hören. Und da habt ihr auch verschiedene Einstellungen. Das Unboxing-Video, wie gesagt, findet ihr auf meinem Kanal dazu und ja, auch einen kleinen Test, wie das Ganze funktioniert. Und ja, da habe ich jetzt eben 5 verschiedene so LED-Birnen mit Bluetooth-Lautsprecher herausgesucht. Und das erste ist natürlich von Aoki, das ich ja selber auch vorgestellt habe. Das kostet jetzt bei Amazon 23,99 und ja, hier habe ich dann noch 4 weitere Anbieter, zum Beispiel von Grand Bang. Das ist ebenfalls eine Smart App LED-Birne mit Bluetooth-Lautsprecher. Die hat 5 Watt, einen 5 Watt Lautsprecher eingebaut und kostet statt 39,99 nur 26,99. Die dritte ist von Sanvito. Funktioniert eigentlich genau gleich, ebenfalls eine LED-Glühbirne mit Bluetooth-Lautsprecher und auch da ganz normal Smartphone oder ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät, wo ihr Musik drauf habt, zusammenkoppeln und dann könnt ihr schon über die Birne eure Musik abspielen. Kostet jetzt statt 69,99 Euro nur 25,99 Euro. So, das vierte ist von Eidfair, ist ebenfalls eine LED-Birne mit Bluetooth-Lautsprecher und hat ebenfalls eine E27er Fassung, also die große Fassung, hat auch verschiedene Farben, so wie die anderen auch. Also da könnt ihr verschiedene Farben einstellen. Und ja, entweder über die App steuern, wie hier, oder über die Fernbedienung, wie hier, oder bei Aoki. Diese LED-Birne kostet statt 24,84 Euro nur 16,94 Euro. Also das eigentlich auch die günstigste Variante von diesen 5. Und die letzte und fünfte bzw. fünfte und letzte LED-Birne mit Bluetooth-Lautsprecher hat ebenfalls eine große E27er-Fassung, ist auch dimmbar
und hat auch mehrere Farben, kann man über die App ansteuern. Also ich finde eigentlich die mit Fernbedienungen besser, da ja, man nicht das Ganze koppeln und dann noch auch eine App installieren muss, sondern einfach über die Fernbedienung das Ganze steuert. Und ja, je mehr Apps man auf dem Smartphone hat, ja, umso mehr Platz verbraucht das Ganze auch. Also meiner Meinung nach sind die mit Fernbedienungen praktischer, aber das muss jeder natürlich selber entscheiden. Diese ist genau für Android und für iOS bzw. Apple-Geräte geeignet, kostet statt 29,99 € nur 18,99 €. Also die letzten vier, die ich hier vorgestellt habe, habe ich natürlich nicht getestet. Ich habe nur die eine von Aoki getestet und bin eigentlich sehr positiv davon überrascht. Hier steht 12 Watt. Das ist, damit ist die Eingangsleistung gemeint. Die Ausgangsleistung beim Bluetooth-Lautsprecher beträgt nur 3 Watt, aber wie gesagt, ich war selber positiv überrascht, dass 3 Watt eigentlich so eine gute Audioqualität und Klangqualität hat. Das kann man natürlich auch in meinem Video sehen. Ich werde natürlich noch ein neues Video mit einem neuen Test des Aoki LED, der Aoki LED-Birne mit Bluetooth-Lautsprecher noch machen, wo ich dann ja auch verschiedene Musik und die Farben alle noch mal zeige. Also meiner Meinung nach ist es wirklich eine tolle Idee, denn so kann man eigentlich im ganzen Haus oder ganzen Wohnung einfach nur die Glühbirnen auf so eine austauschen in jedem Zimmer und da kann man dann ohne Probleme einfach in jedem Zimmer ja die Musik abspielen und braucht nicht überall entweder eine Anlage oder ein Bluetooth-Lautsprecher oder über Smartphone Lautsprecher oder über Kopfhörer die Musik hören, sondern kann das Ganze ganz bequem über diese LED-Birne mit Bluetooth-Lautsprecher abspielen und hat somit, ja, muss kein Kopfhörer in die Ohren stecken, hat Bewegungsfreiheit, also wirklich eine tolle Idee. Und man hat auch verschiedene Farben und Funktionen. Also je nachdem, welche Stimmung man hat, kann man eine Farbe einstellen oder lässt die Farben einfach im Takt der Musik aufblinken und so weiter. Also da hat man auch verschiedene Funktionen. Und ja, das kann man eigentlich alles sehen in meinem Video, das ich gemacht habe. Ich werde das Ganze auch oben in der Ecke in einer Infokarte verlinken, damit ihr das Video leichter findet und einfach ansehen und schauen, was so eine LED-Glühbirne bzw. LED-Birne mit Bluetooth-Lautsprecher alles kann. So, das war's auch schon von diesem Technik-Deals-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich freuen und wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Video.